Viele Blumen gab es am Freitag für den scheidenden Bürgermeister Dr. Herbert Burmeister. Nach 16 Jahren Amtszeit verabschiedeten ihn die Schulzendorfer Gemeindevertreter. Man soll dann gehen, wenn die Leute sagen, es ist schade, und nicht dann, wenn sie zufrieden sind, dass man geht. Ich werde jetzt 62 und ich bin schwer beschädigt, und da denke ich, das ist einfach ein Alter, in dem man aufhören kann, in dem man auch mal Privates genießen kann. Meine Frau ist auch schon in Altersteilzeit. Wir wollen also auch noch ein bisschen die schönen Seiten des Lebens genießen, die außerhalb von Arbeit liegen. Über 60 geladene Gäste danken dem Gemeindeoberhaupt für seine jahrelange und erfolgreiche Amtszeit. Unter ihnen Vertreter der örtlichen Politik, wie Landrat Stefan Loge, die Bürgermeisterkollegen der angrenzenden Gemeinden und Schulzendorfs Pfarrer Karlbaum. Auch Amtsträger von E.ON Edis, der DNWAP und von vielen Wirtschaftsunternehmen waren unter den Gratulanten. Die Grußworte der Schulzendorfer Parlamentarier überbrachte der Vorsitzende der Gemeindevertreterversammlung, Dr. Effler. Sicher ist das nicht das alleinige Verdienst des Bürgermeisters, dass sich Schulzendorf derart verändert hat. Doch ich habe in allen Fraktionen der Gemeindevertretung noch niemanden gefunden, der den maßgeblichen Anteil von Herbert an der positiven Entwicklung in Schulzendorf in Frage stellen würde. Einen besonderen Abschiedsgruß überbrachten die Kinder und Erzieher der Kita Löwenzahn. Dr. Burmeister war sichtlich angetan von der Überraschung der Kleinsten der Gemeinde. Oh, habt ihr das selbst gemacht? Ja. Ja? Der sieht ja toll aus. Der kriegt einen Ehrenplatz. Denn es ist durchaus der Mitverdienst von Dr. Herbert Burmeister, dass sich Kinder und Jugendliche in Schulzendorf wohlfühlen. Also der Höhepunkt, das ist die Turnhalle. Das war ein Jahrhunderttraum der Schulzendorfer, eine solche zu haben. Und ist wie vieles andere in Schulzendorf haben wir es ja auch bloß mit Schwierigkeiten zustande gebracht. Und wenn heute gesagt wird, die Halle ist eigentlich zu klein oder die Schule ist zu klein, dann sind das ja Komplimente, dass wir genau das Richtige gebaut haben. Ganz zur Ruhe setzen wird sich Herbert Burmeister jedoch nicht. Am gesellschaftlichen und politischen Leben in Schulzendorf möchte er weiterhin teilnehmen. Einmischen werde ich mich sowieso. Also alle, die gehofft haben, dass sie mich los sind, denen muss ich sagen, nein. Nach über 5.800 Tagen Amtszeit wird Dr. Herbert Burmeister auch wieder Neuland betreten. Er hat mehr Freizeit. Wie er sie verbringen wird, das weiß er auch schon. Wissen Sie schon, was Sie am nächsten Mittwoch machen werden? Der nächste Mittwoch ist der 27. Genau. Ja, das weiß ich. Da hat meine Schwester Geburtstag und da werde ich das erste Mal seit langer Zeit dann auch zu ihrem Geburtstag, an ihrem Geburtstag unterstützen. Na dann, viel Spaß. Danke. Alles Gute. Viele Schulzendorfer werden Dr. Herbert Burmeister in guter Erinnerung behalten.